Hier geht es um das Lösen der Bruchgleichung 2x durch minus 3 ist gleich 3 durch x, Grundmenge ist z. Wir machen das in 4 Schritten, Definitionsmenge, gemeinsamer Nenner, Lösung und Probe. Erster Schritt ist das Herausfinden der Zahlen, wo der Bruch unendlich wird, dass wir also beim ersten Term x minus 3 ist gleich 0, das wäre also bei der Zahl x ist 3. Und beim zweiten Term ist das dem Nenner x ist 0, also ist es die Zahl 0. Wenn man 3 und 0 einsetzt, würde der Bruch unendlich werden, das heißt, wir nehmen das aus der Definitionsmenge raus. Diese Zahlen dürfen in der Rechnung nicht als Lösung auftauchen. Dann der gemeinsame Nenner ist sehr einfach, das Faktorisieren ist schon gegeben. Das Produkt x minus 3 mal x ist der gemeinsame Nenner. Die Lösung erfolgt durch das Erweitern, und zwar hier ist x minus 3 gegeben, muss ich also 10 und Nenner mit x erweitern. Hier ist x gegeben, also muss ich 10 und Nenner mit x minus 3 erweitern. Ich kürze nun durch Multiplikation mit dem gemeinsamen Nenner den Nenner und erhalte 2x ist gleich 3x minus 3 mal 3 ist 9 und gebe das auf der anderen Seite, halte minus x ist gleich minus 9, also x ist gleich 9. Jetzt machen wir noch die Probe, ich setze hier 9 ein, habe ich so 2 durch 9 minus 3 ist 6, ist gleich 3 durch 9. Kann ich kürzen, habe ich hier also 1/3 ist gleich ebenfalls 1/3. Das heißt, die Rechnung stimmt.